Freunde. Ich komme von meinem Sonntagsurlaub. Ich gehe zu meiner Cousine und habe ein bisschen für BW meine Sachen mitgenommen, damit ich dort Lehrzettel weiterschreiben kann. Ich will heute noch das Politikwerk schreiben. Und am Dienstag mache ich weiter, aber am Montag werde ich mal chillen und dann ein bisschen mal für Mathe-Kopfrechnen üben, weil ich diese Zeit nicht habe, um Lernzettel zu schreiben. Die Lernzettel kommen dann auf Instagram, werden nach Instagram hochgeladen. Und aber jetzt zur Zeit, also bin ich noch am Video bearbeiten, am Video verschieben. Und so, gestern habe ich noch Videos verschoben. Und dann habe ich verloren im Ordner irgendwie. Ich muss die im Ordner wiederfinden. 12-minütigen und so. Ich glaube, die sind schon verschoben, aber ich finde sie noch nicht. Ich muss das irgendwie sortieren und dann werde ich die nächsten verschieben und die auf dem Handy löschen und so. Bis zum Ferienvlog, bis zum Anreisevlog in die Türkei werde ich das alles löschen müssen, damit ich Platz für weitere Videos habe. Und ja, also es ist schon 90 GB verbraucht wegen den Videos. Und die Videos belegen es wirklich sehr viel, die großen Videos. Und wenn man bedenkt, dass ich so 41 Videos habe und das eine so 1 GB und so, oder vielleicht mehr, das ist wirklich schon die 90 GB. Ja, schauen wir mal. Und einen Taschenrechner muss ich mir für den zweiten Semester auch noch besorgen, den recherchiere ich auch noch. Und nach einem Laptop mit dem Klimabonus, was wir hier bekommen, werde ich auch mit dem Laptop anlegen. Werde ich schauen, ob ich einen Laptop kaufen will überhaupt. Ich frage mich das noch irgendwie, weil im Unterricht ist hier Laptop meistens verboten. Wir schreiben auf Z-Münze, deswegen habe ich auch diesen Ordner gekauft. Was ich im vorher, wie du sehen könnt, was ich am Freitag gedreht habe, aber nächste Woche wird es hochgeladen oder heute, keine Ahnung. Heute verschiebe ich die Videos mal auf den PC. Ich habe manche schon gefunden, ich war so erleichtert. Ich habe manche Videos noch nicht einmal verschoben, das waren nur die Videoclips. Also die kurzen Clips halt, die ich gedreht habe. Ich war so erleichtert, dass ich meine ganzen Videos gefunden habe, weil ich das schon seit Jänner drehe und dann habe ich die Clips und dann habe ich die Videos nicht mehr. Das war wirklich verdammt ekelhaft. Ich habe einen Ordner mit YouTube-Videos bereits hochgeladen, da ist alles drauf. Also zum Glück habe ich es gefunden, jetzt kann ich weiterhin die Videos dahin verschieben in diesen Ordner. Die ganzen Videos, die ganzen Vlogs. Die Parts werde ich September-Videos schreiben und dann August plus September-Videos schreiben und dann werde ich die dort verschieben. Also ich habe so ein gutes Ordnerstruktursystem und wie ich meine Videos bearbeite, das kommt ja auch noch in einem Video, das werde ich auch noch drehen. Und ja, jetzt des Weiteren werde ich jetzt zu meiner Cousine fahren und wir werden mal brainstormen machen, was wir drehen können. Ich wollte sie auch schon besuchen, also den ganzen Tag nicht bei meiner Cousine. Deswegen habe ich auch mein Lernzeug mitgenommen, weil zu Hause werde ich es nicht schaffen, weil ich zu Hause werde ich dann wahrscheinlich Abend erst und schlafen. Ja, schauen wir mal, wie es mit dem Tag weiter sich bringt. Vier Fotos fürs Fahrtnehmen gemacht. Also ja, es ist mein Gesicht aber halt wurscht. Also ja, wie gesagt, also mit dem Zettel für BW habe ich schon angefangen, aber für Rechnungswesen habe ich noch nicht angefangen. So diese Übersicht, passive und aktive Bestandskonten, das kommt dann am Donnerstag, werde ich die anfangen zu schreiben. Das ist eh ganz schnell. Da muss ich einfach nur schreiben, was ich vermehrt haben soll, was ich vermindert haben und so einfach mit Doppelpunkt. Und so aktive Bestandskonten, also ein paar Konten aufschreiben, so das ist eine gute Übersicht, das ist für mich, das ist sehr schnell gemacht. Das wollte ich eigentlich alles am PC machen, aber händisch zu schreiben, merkt man sich mehr die ganzen, zum Beispiel die Rechtsformen, Versicherungen und so, das werde ich alles auf dem PC schreiben müssen und dann auswendig lesen müssen, bis zur Matura, weil es ja ein sehr anspruchsvoll ist. Und ja, schauen wir mal, wie es sich weitergeht. Ich werde es heute durch alles berichten, was ich mache. Also jetzt fahre ich dann zu meiner Cousine, ich werde auf die Straße machen und ja, bis später und tschüss. So Freunde, ihr habt es sicher auch schon mitbekommen, dass ich bei meinem Cousin nicht viel vloggen konnte. Ich bin eigentlich auch zum Lernen dort gegangen, weil es dort ruhig ist und ich mich besser konzentrieren kann bei ihnen. Also ich habe bei meinem Cousin Bewerbungen gesucht. Ich habe für ihn Lehrstellen gesucht, damit er für eine Lehrstelle sich bewerben kann. Er interessiert sich für Koch, Bankkaufmann, Bürokaufmann und natürlich für Chemielabortechnik. Also ich werde ihn noch ein paar Stellen raussuchen bis morgen Nachmittag in den Pausen oder so, in der Pause in der Schule. Und ja, morgen werde ich wieder vloggen, wieder zwei Vlogs wie jeden Tag. Und ja, also bleibt gesund und schaut schön. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen, dieser eintägige. Also ja, passt auf euch auf. Bis morgen. Also tschüss, bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss, abonnieren, Glocke aktivieren. Tschüss.